Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silent. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols beim ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns... Jeder, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten mehrerer Morde hinterlassen. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Ronan O'Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs, des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verflucht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Abgeschlossen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Oh. Aufgepasst, oh, Lady. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf.
Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nein. Komm schon. Scheiße. Ronan. Ronan. Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein, aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia! Julia! Geh nicht! Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Hey Mann, kannst du mich hören? Sieh da, bitte! Verdammt! Hey, du! Hey, hörst du mich? Komm zurück! Er ist noch warm. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Oh, können wir denn überhaupt nichts tun? Ein Krankenwagen wird bald hier sein. Hoffe ich. Hey, kannst du mich hören?
Ich wünschte, ich könnte Erste Hilfe. Oh mein Gott. Er ist ein Cop? Sie sagen, Sie sind unterwegs. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Was willst du wissen? Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Sei nicht schüchtern. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Was ist los? Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Was willst du wissen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, ich muss noch mehr wissen. Heilige Scheiße! Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Yeah.
die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen sie schon was. Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Hey, alles in Ordnung? Wenn ich das wüsste, warum bin ich überhaupt hier? Ich sollte nach Hause gehen und mich unter der Bettdecke verstecken. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Oh, ist das Blut? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Was ist mit seiner Familie? Hallo? Ich kann nicht glauben, dass ich mich damit beschäftigen muss. Es ist einfach... Es... Der Mörder kommt doch nicht zum Tatort zurück, oder? Das ist wahrscheinlich längst im Internet gelandet. Das ist unmöglich. Aber da ist es, direkt vor meinen Augen. Gut, dass ich nicht hier war, als es passiert ist. Wenn ich das erzähle, glauben die Leute, es sei aus einem Film. Kann ich davon Fotos machen? Ist das legal? Okay, sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass.
Ronan. Unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Sieben in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Wer wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Wie sollen wir ruhig bleiben, wenn sie nicht mal ihre eigenen Leute beschützen können? Es ist alles so außer Kontrolle. Mann, Ronan, ich kann's mir gar nicht ansehen. Ruhig bleiben. Wir Cops müssen die Leute beruhigen. Kaum zu glauben, dass da eine Leiche liegt. Zum Glück bin ich kein Cop. Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Kann's kaum erwarten, nach Boston zu kommen. Warum sind die Cops so schweigsam? Wissen sie nicht, dass die Presse ihnen helfen kann? Ich könnte nie ihren Job machen. Unglaublich. Als ob sie einfach einen Schalter umlegt. Wir werden alles tun, was sie können. Das ist echt bizarr. All diese Cops und wir kommen nicht voran. Ja, hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewöhnst dich dran. Danke. Warte nicht auf mich. Geh rein, solange du kannst. Puh. Hey, Sarge, 10-19.
Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Oh, du bist's nur. Ich wusste, ich hab was gehört. Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Ich habe es gesehen und ich werde Albträume haben. Ich denke, wir haben für eine Weile genug Albträume. Sprich nicht davon. Sprich niemals davon. Ich höre gern auf zu reden. Ich will die Sendung sehen, weißt du? Jetzt erreicht uns die schockierende Nachricht, dass ein Detective, einem Monica Chase aus Salem, wo ein grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Diese sonst so verschlafene historische Stadt wurde zuletzt von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Erst vor ein paar Tagen ist ein junges Mädchen spurlos verschwunden, kurz nachdem mehrere Morde und Vermisstenmeldungen bekannt wurden. Jetzt erreicht uns die schockierende Nachricht, dass ein Detective einem dreisten Mord in aller Öffentlichkeit zum Opfer gefallen ist. Gibt es eine Verbindung zwischen den Vermisstmeldungen und den Morden? Hat Salem es mit einem Serienmörder zu tun? Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Monica Chase für WDJA, live aus Salem. Wir bringen die Wahrheit ans Licht. Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Das hoffe ich doch. Jedes Mal, wenn wir Jennifer besuchen, ist es das Gleiche mit diesen komischen Gestalten. Diese Frau im ersten Stock, die wechselt ihre Liebhaber wie andere die Unterwäsche. Dazu noch dieser Lärm. Ich weiß, dass dich das aufregt, Schatz. Und weißt du was noch? Die Typen im dritten Stock. Man könnte meinen, die wollen die Toten aufwecken. Ja, natürlich, Schatz. Die Toten wecken, einen Schuss haben, ja. Ich bin so verwirrt. Wenn ich ihn finde, dann weiß ich, was passiert ist. Ich habe überall nachgesehen. Warum haben sie mir das angetan? Was, wenn ich ihn nie finde? Wenn ich wüsste, wer es war, wüsste ich vielleicht, wo ich suchen muss. Du wirkst verloren. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. Ich hoffe wirklich, dass sie etwas finden. Wolke der Angst über der Stadt. Monica Chase für WDJA, live aus Salem. Wir bringen die Wahrheit ans Licht. Monica Chase aus Salem. Jetzt aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Wenn ich ihm nichts mehr zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. Chase aus Salem, wo ein grausiger Mord die Stadt in Panik versetzt hat. Diese sonst so verschlafene historische Stadt wurde zuletzt von einer
Wald heimgesucht. Die schockierende Hoffentlich zieht Jennifer bald aus dieser Müllhalde aus. Meine Enkelin braucht einen Garten. Wo spielt sie? Auf der Straße? Hoffentlich stellt er keine Fragen. Er merkt sonst, dass ich nicht zuhöre. Gus braucht ein paar Freunde. Jemand anderen, der seinem Gejammer zuhört. Endlich Ruhe und Frieden. All ihre Partys. Wie soll jemand bei der lauten Musik schlafen? Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war auch so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist mit der Musik Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen. Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Grace sie geschlagen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen. Muss der Schlafmangel gewesen sein. Gott sei Dank ist es vorbei. Endlich kann ich in Ruhe fernsehen. Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh, warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wachgehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Zurückgekommen. War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Hey, Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Nein, ich wollte...
War eine rhetorische Frage, Herrgott nochmal. Komm schon, guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so, du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Was machst du noch hier? Amüsier dich ein wenig. Wie endet ein Monster wie du im Schrank eines Kindes? Ihr Papi hat die falschen Leute verärgert. Ich wurde geschickt, um die Dinge zu beschleunigen. Es war ganz leicht. Ich schnapp mir das Mädchen, drohe ihm, sammle das Geld ein und lass sie gehen. Was ist schiefgelaufen? Ihr Papi wollte ein Held sein und kam mir in die Quere. Hat wohl geklappt. Hat ihn das Leben gekostet, nichts weiter. Wenn du ihn umgebracht hast, warum bist du dann tot? Die Leute, für die ich gearbeitet habe, gewähren keine zweiten Chancen. Aber es sieht so aus, als bekäme ich trotzdem eine. Ich muss nur warten. Der Tod holt uns alle. Kleine Mädchen sind keine Ausnahme. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wach nicht. Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Platziert eure Einsätze und hofft auf mehr Glück. Es geht nicht ums Glück, Everine. Da liegst du richtig, Kumpel. Daran solltest du denken, wenn du dir deine traurige Bilanz anguckst. Nun, es gibt immer ein gewisses Zufallselement. Vielleicht bringst du uns ein paar Tricks bei. Dann könnte ich euch ja nicht mehr euer Geld abnehmen, Großer. Okay, zieht die Hosen stramm, Gentlemen, und wirf ein paar Chips in die Mitte, Nate. Ich will sie gewinnen lassen, aber das wird sie sowieso. Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Arme Kerle. Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Himmel, diese Jungs sind leicht auszunehmen. Ein paar gute Karten könnten nicht schaden. Cool bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du sie fertig. Hast du das getan, Kleiner? Die Stimmen. Diese verfluchten Stimmen. Ich hatte Angst und war allein. Ich wollte bloß, dass sie aufhören.
Warum hast du niemanden um Hilfe gebeten? Einen Arzt oder einen Freund oder so? Niemand hat zugehört. Niemand hat mich ernst genommen. Nur so konnte ich sie zum Schweigen bringen. Da war so viel Lärm. Aber jetzt ist es still. Endlich still. Tut mir leid, so hätte es nicht enden dürfen. Hören Sie das? Stille. Wenn der Tod kommt, kommt er nicht allein. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was meinst du? Wir haben Bier, den Fernseher, was willst du mehr? Keine Ahnung. Eine Party vielleicht. Tja, wir könnten nach Boston fahren. Nach Boston fahren? Ich meine... Schätze, das ist eine Idee. Was... Wie machen wir das, rein logistisch? Sollen wir dein Auto nehmen? Naja, einfach wäre das auch nicht. Parken, das Fahren und das Benzin und alles. Klingt stressig, Alter. Fast zu stressig. Und so teuer wie das Benzin gerade ist? Ja, der helle Wahnsinn. Ihr Rumhenker braucht kein Benzin. Guter Einwand. Sehr guter Einwand. Mein Geburtstag dauert eh nur noch ein paar Stunden. Dann kehren wir ins echte Leben zurück. Hey, du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Glotze rein. Passt schon, danke. Momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Okay, Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Ein Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Genaueres wissen wir noch nicht. Aus dem Fenster geworfen? Von wem? Ja, wer war's? Tut mir leid. Wie gesagt, die Untersuchung läuft noch. Sind wir hier noch sicher? Ja, ist das Gebäude sicher? Der Täter ist nicht mehr hier, falls Sie das meinen. Nein. Sie haben ihn nicht gefasst, aber... Sie sind sich ziemlich sicher, dass er nicht mehr hier ist. Officer Morgan, loses Mundwerk? Hey, Sie wollen bloß wissen, ob hier ein Mörder rumschleicht. Entspann dich, okay? Ma'am, das Salem Police Department wird das aufklären. Keine Sorge. Wenn Sie keinen Verdächtigen festgenommen haben, woher wissen Sie dann, dass er nicht mehr hier ist? Ja, woher wissen Sie das? Eigentlich klingen Sie jetzt doch nicht mehr so sicher. Kann ich für ein paar Tage bei dir bleiben? Ich verstehe Ihre Besorgnis. Wüsste es aber zu schätzen, wenn Sie einfach weitergingen und uns arbeiten ließen. Scott sollte sich mal entspannen. Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Warum antwortet er Jill nicht? Sie stellt wichtige Fragen. Mann, warum fällt mir keine originelle Frage ein? Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Gott, warum erzählen Sie uns nichts? Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Geschenk meiner Mom.
Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner. Der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde.
Umdrehen. Sie sind verhaftet. Bin ich also reingeplatzt? War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. An dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Es ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße.